Vor wenigen Wochen wurden wir hier im Westen Deutschlands von der schwersten Hochwasserkatastrophe aller Zeiten getroffen. Wenig später verheerende Waldbrände in Griechenland und der Türkei. Der Klimawandel ist längst zum Katastrophenfall geworden. Als die Keller vollgelaufen, Häuser und Autos weggespült und Existenzen vernichtet waren, sagte Armin Laschet zur Klimafrage: Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Er hat dafür gesorgt, dass hier in der Region weitere 17 Jahre klimaschädliche Braunkohle verbrannt werden soll. Und statt die Mobilitätswende in Angriff zu nehmen, werden überall in Deutschland, wie auch hier in meiner Heimatstadt Leverkusen, Autobahnen ausgebaut. Ich finde, so kann es nicht weitergehen. Es ist Zeit, dass sich etwas ändert. Ich kandidiere, um jungen Menschen eine Stimme zu geben, damit wir die Energie- und Verkehrswende selber in die Hand nehmen. Und ich kandidiere, weil der Bundestag endlich die Vielfalt unserer heutigen Gesellschaft abbilden muss. Im September will ich etwas Historisches schaffen und als eine der ersten Transpersonen überhaupt in den Bundestag einziehen. Denn es bleibt noch viel zu tun für echte Gleichberechtigung. Für die Liebe, für Familien, für körperliche Selbstbestimmung und für starke soziale Rechte. Hol uns die Zukunft zurück! Mein Name ist Nike Slavik und ich kandidiere für eine klimagerechte, vielfältige Gesellschaft. Am 26. September. Beide stimmen grün.